Willkommen zurück beim nächsten Teil von Alien. Und zwar in dem Teil, wo ich nicht sein möchte. Ja. Ich bin mal gespannt. Es gibt eine Analsonde vom Alien. Juhu! Nehme ich mal ein bisschen Abwechslung im Spiel. Hm. Hey Kumpel. Da hockt's ja. Sollen wir ein Lied singen? Kumbaya, my lord. Kumbaya. Die Schnauze genießt die Szene. Komm schon. Komm schon. Ja. Versuch das dich selber zu pushen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn die so ein scheiß Alien gefangen hält, dann musst du dich pushen. Winter hier. Ich habe Schwierigkeiten und weiß nicht, wo ich bin. Ach schon, du verdammtes Funkgerät. Winter. Ach du Scheiße. Ich dachte, du wärst tot. Wieso bist du noch am Leben? Hab gerade meine letzten Kugeln verbraucht. Ich bin in die Tunnel gegangen, um dich zu suchen. Also, was machen wir jetzt? Ich habe meinen Peilsender am Aufzug gelassen. Triff mich dort. Mach schon. Suche einen Weg raus, Mann. Tja, hat wohl gefunden, dass du weg bist. Ja, ich finde der wahrscheinlich nicht so geil. Das ist tierisch uncool. Ja, definitiv. Das sind die Fünfte, oder? Nee, das, der kommt doch immer so. Der mag mich halt. Der will ich küssen. Ja. Jetzt, schnell! Hier bin ich ein paar Mal gestorben. Welchen Booster ich machen soll? Eigentlich ganz einfach. Ducken und rein. Der kommt nämlich. Siehst du? Richtig mies, ne? Kuckuck! Ich guck nicht so schwul. Ist da weiter? Wahrscheinlich egal. Was zum? Das ist ein Marine. Muss man der so lacko gewesen sein? Hey, da ist er ja. Hudson? Ja. Ah, stimmt. Hudson, komm sie her. Hudson! Schade, dass man da nicht sieht, ne? Ja. Wäre jetzt cool gewesen. So. Jetzt kommt der Spaß. Hier. Oh, erstmal hier oben. Ja. Und wir sehen, dass nichts passiert. Sie sind offen für dich. Hier im Kanal sind lauter Eier. Was für Dinger sind das? Verdammt. Bist du in deren Nähe? Vorsicht. Manche von denen sind noch am Leben. Und ich glaube, sie reagieren auf Geräusche. Kommt eins von den Dingern auf dich zu, dann beweg dich nicht. Guck, siehst du? Sieht ganz komisch aus. Der da auch. Macht mir Angst. Die über eine Zahnwurzelbehandlung wieder doch so latschen. Ja. Was man sagen muss, der läuft ziemlich behindert. Was sind das Whiteys? Nee. Sie dürfen nicht raus an die Sonne, sonst verbrennen sie sich.
Du kannst dich nicht bewegen. Schmeiß einen Stein. Ich will nicht sagen, ich hab Bammel. Aber ich kann eine schöne Atmosphäre gerade. Was macht der? Der macht mir Angst. Der will dich knut. Er hat dich gehört. Nein, ja, das komische Rohr gehört. Guck mir nicht an. Wie der läuft. Darf man das Rohr gar nicht so nah ran? Musik ist nicht gut. Nee. Okay, hier ist nichts. Schade. So, das ist definitiv die Stärkung vom Spiel. Was die? Ich scheiß mir gleich in die Hose-Atmosphäre. Jo. Manche ist nicht ganz so ausgeprägt. Ich habe das schon mal gespielt. Die Zähne hier, aber trotzdem. Siehst du, was die können? Ja, kann was? Wenn sie aufwachen würden. Verdammt, du hast mir nicht gesagt, dass die explodieren! Sie sind explodiert? Ja, erst waren sie nur neugierig wegen des Lärms. Und dann sind sie explodiert. Bin gleich bei dir. Verdammt doch mal, du musst mir sagen, dass sie explodieren! In welche Richtung soll ich gehen? Ein kleines Detail, wo ich vergessen habe. Ich glaube, das sind einfach die, wo von der Atomexplosion gestorben sind, vom Zweier, ne? Oder verstrahlt. Ja, ne? Dass sie so ein mutiert jetzt sind. Chernobyl Aliens. Ja. Das Dampfen so komisch, das macht mir Angst. Und da ist der Schalter. Scheiß mittendurch, ne? Dumm, hä? Lärm. Ich mache ja die Pumpen an und dann drehen die durch. Sag mal. Was hier entlang? Ich habe einen Schneider dabei. Ich habe keine Waffen, aber. Ein Schneider. Ja, ich habe dabei. Der klemmt in der Unterhose. Wahrscheinlich. Ja. Türe war schneller. Oh.
Hey, Kumpel. Hey, du. Du auch, hey. Gutes Gespräch. Wir nehmen uns dem Signal. Weiter. Gleich sind wir hier raus, Kumpel. Hey. Ach, oh, hey. Gutes Gespräch. Hey, die eine, du. Hey. Ach, toll. So viel dazu, du bist draußen. Wieder hin. Hm? Ja, er soll wieder hin hocken. Ja. Was war das? Das war uncool. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Aber ich heiße dich. Ha. Der spockt rum. Egal, bin ich gar nicht hin. Vielleicht sterbe ich sonst dabei noch. Da hinten ist auch eine offen. Ja. Ich würde sagen, nicht so schnell lauf. Meine Nerven. Hast du Panik? Nee, nee. Aber so nah waren die noch nie. Okay. Und du? Das heißt, du stinkst. Aha. Supi. Genau hier wollte ich hin. Ich sag, da ist auch eine Tür. Ja. Ich hab gesagt, du sollst da rein. Hey, oh oh. Ich bin im Aufzug. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Oh oh. Irgendwo in der Nähe. Vielleicht kommt dein Freund der Baum. Ich glaube ja. Ja. Also aussehen tut's gut. Schweiß and go! Schnell da! Wo ist jetzt? Nicht so, dass du unter Zeitdruck geraten solltest, aber. Mach hinne! Scheiße! Wohin? 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 Ne, da! Der ist schon bei der Tür! Ja, und du bist da. Nee, da muss ich erstmal aufbrechen. Ich sehe deinen Angstschweiß. Ach was. Ich bin noch ganz gelassen. Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Aufzugsraum. Da ist ein Aufzug. Hey! Und dein Rucksack. Na also. Ich bin ja da, Mann. Ist okay. So, was trinken wir hier? Na toll. Ja, draußen ist uncool. Ja.
das? Wir verarschen jetzt hier. Mango. Ja, man hat ja mit der Pumpgun extra Dings. Sieht auch ein bisschen scheiße aus. Toll. Der war gut. Der war auch gut. Bella? Wir haben Reed. Uns geht die Munition aus und wir werfen gleich Steine. Schon gut, Bella. Wir gehen hier zusammen nach. Wir lassen niemanden zu. So, ich muss hier mal so stehen. Wir links ist taub. Getrennt. Sie war bei den Treibstoffzellen und ich bin in den Verschlag gerannt. Sie werden zuerst versuchen, sie einzuhüllen. Wir haben Zeit. Woher weißt du das? Ja, Jais. Gehen wir. Bisschen American Psycho, ha? Wieso? Wieso? Hey, wo wollt ihr hin? Weg von dir. Danke. Was zum... Wir haben Gesellschaft! Hast du gerade die vielen Punkte gesehen? Nein. Diese vielen Punkte! Scheiße, Punkte, ein größeres Leben wird besser. Danke. Also, sie wiederholt sich. Ich will mich auch bedanken, wenn ich gerettet wurde. Heuschrecke. Geschafft! Die direkte Verbindung steht. Packen wir es und dann weg hier. Zum Teufel. Hört sich groß an. Ist dein Freund der Baum, oder? Ja. Los, Bella! Bella! Lauf! Kann sein, dass vielleicht der König ist. Mach schon, O'Neill! Wir müssen zur Zentrale! Ach, ein König. Ja. So, dann geht's für Alien, ein König. So, ja, wenn es die Königin gibt, vielleicht jetzt auch ein König. Hinter dir! Geh schon! Und warum gibt's denn so einen großen Wichser?
Das war langweilig. Ich hab gedacht, der muss mutieren. Nein. Langsam wird's gerade lästig. Na, nachfahren vorbei. Arschloch. Ah, juckt mich sowieso nicht. Immer noch kein Zeichen von Bella oder Reed. Weiter, Babyface. Nicht so. Knallhart, was? Ein illegaler Bypass des Funkturms mit meinen eigenen Händen. Alles okay? Ja. Aber wenn das nochmal geschieht, erschießen sie dich. Das ist ein Befehl. Ich erwarte das Gleiche. Wenn es soweit ist, erschießen sie mich. Keine Ahnung. Niemand erschießt hier irgendwen. Bella, hier unten ist der Zoll von Waylord. Irgendwie müssten wir das Ding aus dir rausschneiden können. Ja. Ich spüre, wie es sich in mir bewegt. Ich sorge für die andere, oder? So sah es aus, ja. Was ist das Arschloch? Da. Rebo rein. Ja. So, da oben ist noch was. Viel geiler, die Waffe. Roger, alles ist in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Moment, wo ist O'Neill? Was ist mit ihm passiert? Oh Gott, sein Signal folgt dem Ding. Haben wir alle genug Munition? Dann hinterher. Stopp, stopp! Wenn wir O'Neill folgen, können wir alle sterben. Das ist nicht Ihr Ernst. Denken Sie darüber nach, Bella. Es ist zu riskant. Als ranghöchster Officer habe ich das Sagen. Das Sagen? Nur wegen ihm haben wir sie gefunden! Reed, wir gehen, ob sie mitkommen oder nicht. Kein Marine bleibt zurück. Verklagen sie uns, wenn sie wollen.
Los, Leute. Wenn wir draufgehen, ist es ihre Schuld. Dann los. Hurra. Gehen wir. Alle Mann in Bereitschaft! Verdammte Scheiße. Wir hätten im Hangar bleiben sollen. Niemand hält sie davon ab, zurückzugehen. Du hättest zu Hause bleiben sollen. Aufgepasst! Keine Munition verschwenden und schießt nicht auf Kollegen. Ja. Konzentration! Weiter draufhalten! Verdammte Scheiße! Verstanden! Alle zurückziehen! Vogelschießen. Ja. Irgendwie ist es viel cooler, weil das sind irgendwie sofort tot. Hopsen aber nicht alle so viel leer. Wie bitte? Hopsen aber nicht alle so viel leer gerade. Ja, leider. Und zwar richtig dicke. Los, komm her, du Arschloch. Autsch. Okay, komm doch wieder. Zack, bin dies. Na, und der rechte. Scheiße. Ja, von denen. Zack. Mehr. Nochmal eine. Und woher? Ach so. Okay, das reicht jetzt. Das ist jetzt böse. Okay. Der packt gerade ein bisschen, oder? Keine Ahnung. Oh. Ich sterbe. Ich das wüsste, aber er ist tot. Aber sah scheiße aus. Schön, ja. Dass Sie noch heil sind, O'Neill. Wie bitte? Sie wollten ihn sterben lassen. Belle, was redest du da? Wir waren geteilter Meinung. Sie wollte Befehle geben und dich zurücklassen. Beruhigt euch alle. Ich hatte Angst. Ich bin nur Pilotin. Aber als Lieutenant musste ich eine Entscheidung treffen. Kein Marine bleibt zurück. Da zählt kein Rang. Können wir das verschieben? Bella. Wir können nicht mehrere Leben riskieren, um eins zu retten. Wir wissen, was sie durchmachen. Aber wir können niemandem vertrauen, der in ein paar Stunden stirbt. Wie können sie es wagen?
Eigentlich wollte ich die letzte Kugel für mich selbst. Wow! Schon gut, wir sind okay! Bella, nimm die Waffe runter, nimm sie runter! Sie haben gerade eine Waffe auf einen Vorgesetzten gerichtet. Vorhin hieß es noch, Ihnen eine Kugel in den Kopf zu schießen, wenn es so ist. Das reicht! Lass! Gehen wir zurück zur Zentrale! Verdammt, ihr beiden! Solako Actual, hier ist 3-3. Wir haben ein paar Marines gefunden und den Funkturm zum Laufen gebracht. Sind auf dem Rückweg. Wir sind ganz schön mitgenommen. Nur ein bisschen. Sind nervlich am Ende. Ja, es sind außergewöhnliche Umstände. Ich habe seit gestern 300 meiner Leute verloren. Also glauben Sie mir, ich kann das nachfühlen. Reed, Bella, lassen Sie den Unsinn und machen Sie einfach weiter. Bitte um Erlaubnis. Schnauze. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und das wissen Sie. Basta. Sie beide, vorne und Mitte. Die zwei wollen also mein Ja-Wort zu dieser Kamikaze-Mission ins Herz von Weyland-Yutani, um dieses Ding aus ihrem Brustkorb zu holen. Es fehlen ohnehin schon zu viele Kräfte bei all den vermissten Marines. Sir, wenn Sie nur zuhören! Autorisiert. Unter einer Bedingung. Sir? Dort gibt es ein Register über das gesamte Personal. Bringt es mir und ihr könnt es tun. Ja, Sir. Danke, Sir. Da sind ein paar Kettenfahrzeuge von Hadley. Nehmt eins und kommt lebendig zurück. Ihr alle. Bitte um Erlaubnis an der Mission teilzunehmen, Sir. Nein. Ich möchte mit. Und ich brauche eine lebendige Pilotin, um hunderte von Marines von diesem Planeten zu bekommen. Darüber diskutieren wir nicht. Sie sind uns nichts schuldig. Bringen Sie bloß alle hier raus, damit wir Weyu vernichten können. Bleiben Sie einfach aus dem Weg. Wey! Supi! Das war der 5. Jo. Dann bis zur nächsten Folge. Jo.